Ja, wir haben die letzten Jahre über 1 Million Zuwanderer bekommen, die meisten aus dem Syrien. Die arabisch sprechenden Flüchtlinge halten wir für wichtig, dass sie eben schon hier in Deutschland sich nur dann integrieren können, wenn sie auch die Regeln ein bisschen kennen. Deshalb habe ich die Gelegenheit genutzt, die von Bundesdaten geschriebenen Exemplare für ein Grundgesetz in Arabisch zu bestellen und die auch an die Flüchtlinge weiterzugeben. In anderen Sprachen gibt es leider noch nicht. Wenn ich schon gefragt habe von afghanischen Flüchtlingen, ob sowas auch in Farsi oder in Urdu gibt, gibt es leider noch nicht. Wie gesagt, weil das Gros ist natürlich von mir arabischsprachig, die zu uns kommt. Ist es geplant, dann später noch in weiteren Sprachen? Muss ich nicht kundig machen, weiß ich nicht. Werde ich also gerne in Berlin nochmal nachhaken. Aber ich glaube nicht, dass wir eben aufgrund der Anzahl das in jede Sprache übersetzen können. Und denken Sie, dass die Flüchtlinge dann wirklich das ganze Grundgesetz auch durchlesen? Ich glaube nicht. Genauso wenig wie die Deutschen das Grundgesetz vom ersten bis zum letzten Artikel durchlesen. Genauso wenig werden sie. Aber sie können drin blättern und können schauen, was bei uns wichtig ist. Insbesondere die ersten 20 Artikel mit Gleichberechtigung von Mann und Frau, Religionsfreiheit und alles, was auch bei unseren Freiheit an Menschenwürde steht, hier ganz wichtig ist in den Grundrechten. Das ist schon wichtig, wenn Sie da zumindest einbekommen.